So, heute geht es um das Thema Licht. Habt ihr euch ja viel gewünscht und ich bin auch sicher, dass jetzt die Tech-Freaks gleich ausflippen, weil ich da so ein tolles Gerät habe und wir jetzt über Power, Photonenflussdichte, sonstiges reden. Na, schauen wir mal, wie es wird. Ihr wisst ja, bei mir kann das auch mal die andere Richtung nehmen. Was ich euch jetzt auf jeden Fall erstmal zeige, ist das mit Abstand beste Licht, was es für Korallen im Prinzip gibt. Das ist da. Ich gehe jetzt, spare mir es rauszugehen, ich habe nur ein Hemd dann draußen kalt, aber wenn ihr mal kurz rausguckt, dann seht ihr es. Genau, die Sonne. Und damit ihr auch seht, was für ein Licht die Sonne überhaupt bringt, zeige ich euch das jetzt mal auf dem Bildschirm, weil das ist das, was man unter einem konstanten und kontinuierlichen Spektrum versteht. Von UV bis Infrarotbereich ist alles da. Und zwar, was soll ich sagen? Fett. Da ist richtig Fett drin. Wir haben mitten im Winter, es ist überhaupt kein Licht da, aber es ist so fett, da kann ich meine ganzen Lampen hier wegwerfen. Warum die trotzdem klasse für Korallen sind, das erkläre ich euch später. So, jetzt nehme ich das mal wieder weg und zeige uns mal unsere Raumbeleuchtung an. Das ist schon cool. Was ich übrigens jetzt gerade benutze für unsere Tech-Leute, ist das ITC Parwise. Das ist ein neues Messgerät für unter Wasser. Kann man Paarmessungen machen. Ich möchte ganz klar heute mal darstellen, warum Paar und Pur ehrlich gesagt ziemlich Quatsch sind. Wir reden von Photonenflussdichte, wegen mir noch DLI. Das bedeutet, wie viel Licht gebe ich pro Tag überhaupt ins Becken rein. Da kann man auch noch drüber reden, das ist ein guter Wert. Aber wir reden von Photonenflussdichte. Und es wird beim Paarweiß vielleicht auch noch ein bisschen was eingestellt, weil uns ein bestimmter Spektralbereich in der Riffaquaristik interessiert, der nicht so sehr an Pflanzen geht. Und dazu kommt dann auch noch die Gewichtung. Also wie viel von welchem Licht spielt wann eine Rolle. Ich verspreche euch, es wird nicht so technisch. Aber ein bisschen den Einstieg braucht man, damit wir auch sagen können, womit haben wir jetzt gemessen und welchen Spaß haben wir gehabt. Auf jeden Fall, was das Thema Sonnenlicht angeht, es ist das geilste Licht, aber es sieht einfach Pünktchen aus, wenn es ins Riffbecken reingeht. Das wollen wir nicht haben. Ich glaube, wir gehen einfach mal ins Zuchtbecken ran, weil da haben wir T5 und die Radium G4. Da können wir da mal schauen, was wir da für ein Spektrum kriegen und wie sich das dann Ganze dann für uns äußert. Also, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine typische Raumbeleuchtung vorliegen, wo ihr schon sehen könnt, dass da relativ viel grüne, gelbe, rote Anteile mit drin sind, die uns nicht so interessieren. Aber es ist selbst in der normalen Raumbeleuchtung tatsächlich immer noch ein doch anständiger Blauanteil mit dabei. Also es ist nicht so, dass Tageslichtröhren kein Blau hätten. Es wird nur durch unsere gefühlte Empfindlichkeit gegenüber diesen grün-roten Farbmarkierungen sehen wir das nicht. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir LED haben und wir schalten das Weiße aus, dann ist das Blaue da, was wir sehen. Es war aber vorher schon da. Das heißt also, es wird nicht verstärkt. Was man vielleicht noch wissen muss für die Beginner ist, Licht auf dieser Seite, also ultraviolettes Licht, ihr kennt das vom Sonnenbrand, ist energiereiches Licht. Das ist sehr stark. Je weiter wir in unserer Farbtafel oder in unserem Spektrum nach oben gehen, also Richtung 700, 770 Nanometer Bereich, umso energieschwächer ist das Licht. Das ist das sogenannte Infrarotlicht. Kann wehtun, wenn man dann eine heiße Lampe fasst, aber das ist der Bereich, den wir sehen. Die schwarzen Bereiche, die Ultraviolettbereiche ab 380 sehen wir nicht mehr. Das nennen wir aber Strahlung und kein Licht. Licht ist immer das, was wir sehen können. Parameter, Lichtmessgeräte, Lux etc. pp. Sind für unsere Augen ausgerichtet. Heißt, dass bestimmte Bereiche wie dieser Grün-Rot-Bereich für uns verstärkt abgebildet werden. Und nicht in der Energieintensität, wie das blaue Licht hat. Würde man das von der Energieintensität darstellen, wäre dieser Bereich deutlich stärker zu sehen, wie den, wie wir sehen. Das liegt einfach daran, dass wir natürlich an Landlicht adaptiert sind. Korallen wiederum sind nicht an Landlicht adaptiert, sondern an Wasserlicht adaptiert. Im Wasser hat Licht meistens ein anderes Spektrum, weil das Wasser bestimmte Wellenlängen ausfiltert. Um es einfach zu sagen, das habt ihr schon gesehen bei jedem Film, je weiter wir runtergehen, umso blauer wird es. Warum? Weil Blau und Gelb und Grün halt eben verschwinden. Um euch jetzt mal so ein bisschen zu zeigen, das ist jetzt hier eins unser Zuchtbecken. Da ist es einfach so, dass wir einmal T5 haben. Ich lege das jetzt mal drunter und da können wir jetzt schon mal sehen, dass wir einen ausgeprägten Blaupeak haben, der in diesem Bereich um 450 Nanometer, und jetzt hat sich gerade die LED umgestellt. Wie geil, ne? Hast du gesehen? Ja. So. Müssen wir die LED noch mal schön kurz rein umstellen. Aber hier seht ihr schon mal, wie wenig wir im Grunde genommen in diesem Grün-, Gelb- und Rotbereich sind und wie stark in diesem Blau- und Türkisbereich rein. Das heißt also, dass wir schon mit der T5 den wichtigen Spektralbereich sauber abbilden. Wenn ich jetzt in die G4 gehe mit dem Blau, dann seht ihr es noch, da wird es noch
intensiver, aber auch ein bisschen steiler. Seht ihr das? So, das heißt, es ist ein bisschen enger. Jetzt nehme ich das mal raus. Unabhängig von der Stärke jetzt der Lichtmenge, die wir reingeben, ist es in diesem Tech-Gespräch von Licht immer der Fall, dass darüber gesprochen wird, dass die Korallen bestimmte Zooxanthellen haben, bestimmte Eiweißverbindungen, mit denen sie das Licht verarbeiten, und da gibt es sogenannte Peaks und Optimalwerte. Heißt zum Beispiel 450 Nanometer genau da drauf. Jetzt ist es richtig, wenn man das technisch betrachtet. Es ist aber falsch in der generellen Betrachtungsweise, weil die Sachen ja nicht auf einer Wellenlänge sauber stehen, sondern sie variieren etwas. Korallen sind variables Licht gewohnt. Sie leben ja nicht nur prinzipiell in 1,20 Meter Höhe oder da, sondern es gibt unheimlich viele verschiedene Verbindungen, die gemacht werden, sogenannte Poziopirine. Das sind Eiweißverbindungen, die das Licht praktisch nutzen, aufnehmen, auffangen. Also ich versuche es immer, euch so einfach wie möglich zu erklären. Die sind aber variabel. Das heißt, die Koralle kann in 2 Meter Wassertiefe leben, sie kann auch unten leben und kann damit also auch Lichtfarben, Sachen nutzen, die wir jetzt so gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Das heißt, es kommt also nicht darauf an, dass ich eine Linie habe, sondern ideal wäre, wie wir vorher beim Sonnenlicht gesehen haben, ein konstantes und kontinuierliches Spektrum, wo jede Koralle sich genau das rauspicken kann, was ihr am meisten gefällt. Das wäre top. Die Lampen sind aber heute mittlerweile schon echt gut geworden, diesen Bereich abzudeckeln. Grün zum Beispiel wird in der Regel reflektiert, deswegen haben wir so viele grüne Korallen. Einerseits ist es meistens dann so, dass sich eine Koralle vor zu viel Licht schützt. Andererseits wiederum auch wandelt sie blaues Licht gegen grünes um, um ihre Algen zweimal mit Licht zu bestücken, damit sie dort noch ein bisschen mehr Energie ziehen kann. Das sind dann die Tiere, die meistens sehr tief leben. Also wenig Licht, am besten zweimal nutzen. Oben habe ich ganz viel Licht, vor allem auch ganz viel blaues Licht, nur damit ihr das mal richtig versteht. Habt ihr ja vorher gesehen bei der Sonne. Da braucht sie die Fluoreszenz und die Abschattung und die Reflexion von verschiedenen Lichtwellenlängen, damit sie sich vor dem Licht schützt. Da gibt es dann verschiedene Aminosäureverbindungen, Proteinverbindungen, die die Koralle einsetzt. Das ist dann eben diese Schutzfluoreszenz. Wenn wir in die Tiefe gehen, wenn wir Beleuchtungssachen haben wollen, dann mit dem UV-nahen Bereich, dann handelt es sich manchmal um eine Nutzfluoreszenz. Also das energiestarke Licht geht rein, wird umgewandelt mit diesen Proteinkristallen und wird in energieschwächeres Licht umgeleitet und wird dann von unten wieder gegen die Algen wieder gegeben, sodass sie praktisch einmal beim Eingang, einmal beim Ausgang das Licht wieder nutzen können. Deswegen können so Korallen teilweise bis 60, 70 Meter unten noch Photosynthese betreiben, was sie sonst nicht könnten. Daher ist Blaulicht ein Licht, das die Korallen stressen kann, ja. Nur sehen wir es nicht in diesem Maße des gelb-grünen Lichts, das uns dieses Tageslicht macht. Das Blau ist aber da. Nach unten wird das Blau immer weniger. Also auch von der Stärke und von der Leistung. Also versucht die Koralle so viel wie möglich, dieses Licht nutzbar zu machen. Und die allermeisten Korallen, die wir pflegen, heute in Aquarien drin, die haben eben Proteinverbindungen und Zooxanthellen, die diese Lichtbereiche nutzen können, die wir heute in den Lampen haben. Wenn wir mal darüber diskutieren, welche Lampe nun besser ist oder nicht, aufgrund ihres Spektrums, das sie hergibt, aufgrund ihrer technischen Qualitäten, das ist für mich ein ganz gesondertes Thema. Bleiben wir bei den handelsüblichen Lampen, die wir heute da haben, und lassen wir die Effizienz einfach mal vom Tisch, weil das ist immer so ein Streitgespräch. Sondern wir arbeiten ja hier mit den Radions, wir haben aber auch ATI T5 noch drüber und wir arbeiten mit den Radions als LED-Lampen. Und da kann man verschiedene Entwicklungsstufen ganz gut sehen zwischen der G4, die wir hier haben, die perfekt für Fluoreszenz ist, soll ich sagen, sehr viel blaulastiges Licht, wie man hier sehen kann. Jetzt habe ich sie wieder draußen liegen gehabt, wir können es hier gerade mal drunter setzen. Und auf dem Punkt dann doch recht starkes Licht auch. Ja, wenn wir jetzt dann hier hingehen. Das Paarweiß gibt euch übrigens auch einen Hinweis darüber, wie der Photonenfluss ist. Beim Paarweiß ist es so, es geht von 380 bis 700 Nanometer oder 770 Nanometer. Das heißt, es wird alles zusammengerechnet, es wird eben, wie gesagt, nicht gewichtet. Deswegen bin ich der Meinung, und wohl nicht nur ich, dass wir über den Photonenfluss reden, weil dann haben wir alle dieselbe Zahl. Und die Gewichtung ergibt sich dann letztendlich aus den blauen Teilen und aus der Energiemenge, die dann da eben reingeht und nicht aus einem für sich herausgesuchten Bereich, der mich vielleicht nur ein bisschen interessiert. Das Thema pur ist bei Korallen nur dann interessant, wenn ich die Koralle selber ausmesse, was sie denn überhaupt reinnimmt. Das sind Faktorenwerte, das kann man alles machen, alles gut, wer will sowas machen. Für mich zählt das Ganze so gar nicht, weil ich eine Sache immer bevorzuge und das ist mein Auge. Ich und mir muss das Licht gefallen.
Ich muss da auch reinschauen können, ohne dass es mir in den Augen wehtut, ohne dass ich einen Druck ins Auge reinkriege. Erst dann weiß ich, ob ein Licht für eine Koralle so weit geht oder nicht geht. Und erst dann schaue ich aufgrund der Lichtmenge, die ich gebe, also die Tageslänge und aber auch die Stärke, mit der das Licht überhaupt reingeht. Also die Photonenflussdichte letztendlich. Bei Paarweiß wird die Photonenflussdichte in Paar angegeben. Da sind wir gerade dabei, noch uns etwas abändern zu lassen. Da ist es allerdings so, dass dort der Photonenfluss angegeben wird. Und dieser Photonenfluss, der ist für uns auf jeden Fall das Maßgebliche, über den wir dann diskutieren. Danach kommt das Spektrum. Je nachdem, was wir für Tiere haben, kann man damit rumspielen und passen. Auf jeden Fall sind Korallen so anpassungsfähig, dass ihr nicht unbedingt jetzt eben diese eine Linie braucht. Und wie man auch sieht, je nachdem, wie man so über so ein Becken fährt, oder über eine Lampe fährt, wenn wir mal direkt an die LED rangehen zum Beispiel, dann seht ihr, dass schon allein die Position schon ein kleines bisschen oftmals auch schon was ausmacht. Oder eben, wenn ich tiefer runtergehe, seht ihr plötzlich, wie es wieder verbreitet wird. Also Messposition, Stärken, Winkel, Wassertiefe, Wasserhöhe, die Art von Koralle, alles spielt eine große Rolle darüber, ob eine Lampe nun funktioniert oder nicht oder wie ausgemessen wird. Ein kurzer Messcheck, indem ich es einmal so drüber halte, gibt keine wirkliche Auskunft darüber, ob das jetzt passt oder nicht. Und das muss bei der ganzen Diskussion auch immer betrachtet werden. Man muss mehrere Messpunkte nehmen, die Korallen auch entsprechend positionieren. Weil wenn ich bei unseren Speziosas oder bei den Nackerten die in den Mittelpunkt setze und ihnen eine 600 Mikromol gebe, dann kann ich sie gleich wegwerfen, weil das passt denen im Moment nicht, sondern ich brauche eine gewisse Zeit und ich brauche vor allem die richtige Versorgung, damit sie mit dieser Lichtmenge umgehen können. Und das ist eigentlich der ganz wichtige Punkt bei Messen, bei Paar, bei Pur. Also Auge zählt, welche Tiere ich habe, lasst euch da auch wieder beraten von Leuten, die was davon verstehen, also die entsprechende Korallenzuchtanlagen haben, die sagen euch dann, geh mal dahin. Bei der Radion ist es zum Beispiel so, dass sie so ein Programm haben, AB+, mit dem arbeiten wir ganz gerne. Und manchmal ändern wir es ein kleines bisschen ab, ein bisschen mehr rot, ein bisschen mehr grün, vielleicht auch mal ein bisschen mehr blau, so wie mir es eben gefällt und wie ich der Meinung bin, vom Gefühl her, wie es meinen Korallen gut tut. Und bis jetzt ist es so, dass sie eigentlich ganz okay rauskommen und ich habe das erste Mal so ein Gerät überhaupt in der Hand. Jetzt habe ich euch mal kurz die G6 Pro. Das ist unsere Einstellung, die wir benutzen bei den Korallen, die ihr gekauft habt, die dann zum Versand stehen. So, da geht es darum, dass wir eher wiederum ein etwas tageslichtreicheres Spektrum wählen, damit die Korallen etwas mehr Zucker aufbauen, mehr Energie bekommen, auch Wachstumsenergie, damit sie für den Transport eben safe sind. Was wir hier benutzen, ist eher Funktionslicht. Wenn ich US-Style mache, dann habe ich am Tagsüber mein Licht so eingestellt, um das Wachstum möglichst stärker zu machen, schalten dann nach 4 bis 5 Stunden um, nach der Photosynthesezeit, mache ein Blaulicht, damit sie sich wieder ihre Schutzfluoreszenzen oder Nutzfluoreszenzen ausbauen, damit wir eben das US-Style machen. Wenn ich vor dem Versand stehe, schalte ich das Licht wiederum auch wieder eher auf Tageslicht, Sonnenlichtspektrum, wie ihr hier sehen könnt, damit sie etwas mehr Energie und Stärke kriegen, um für den Transport gut gerüstet zu sein, damit sie einfach perfekt bei euch ankommen. Insofern, uns jetzt so direkt zu fragen, wie wir es nutzen und es dann umzustellen bei euch auf zu Hause, ist nicht immer besonders sinnvoll. Deswegen sagen wir euch, bei den Radions zum Beispiel, dieses AB+-System, mit dem man eigentlich gute Erfahrungen macht, machen die meisten auch und kann das dann so ein bisschen hin und her spielen. Aber macht es auch ein bisschen nach Geschmack und Gefühl, so wie euch das einfach gefällt. Die einen oder anderen, die jetzt aufmerksam waren und gesehen haben, dass wir jetzt hier mit 160 Mikromol arbeiten, das liegt daran, dass es schon später Nachmittag ist und wir praktisch so eine Ramp fahren, also eine Rampe. Das heißt, wir steigen mit dem Licht relativ innerhalb von 20, 30 Minuten immer stark an, haben ein hohes Level-System und fahren das dann nach 5 Stunden, 5,5 Stunden wieder zurück. Wir haben jetzt die Lampen übrigens auch umgestellt, damit wir überhaupt aufnehmen können und euch diese Spektren zeigen können. Und jetzt läuft es dann langsam wieder runter. In der Natur ist es nicht so, dass die Lichtstärke 1 Stunde, 2 Stunden braucht, bis sie voll zur Verfügung steht. Nach 20 Minuten, 30 Minuten hat die Sonne einen Winkel erreicht, bei dem das Licht auch direkt ins Wasser eintaucht. Und dann stehen da auch richtig Mikromol zur Verfügung. In den ersten 1-2 Meter ist das so ein Hammer, dass wir es nicht mal sehen würden, würden wir dann eine 1000 Watt HQI drüber setzen. Also in der Natur sind Tiere Licht gewohnt, aber um nochmal darauf zurückzukommen, man kann mit viel Licht arbeiten, das macht richtig Spaß. Man muss aber vor allem darauf achten, dass die Versorgung im Becken stimmt, mit Spurenelementen, mit Schutzelementen, damit die Koralle mit dem Licht überhaupt umgehen kann. Also ausreichend Antioxidantien, deswegen gibt es in Futter und Fettsäuren drin, ausreichende Elemente wie, ganz wichtig, Molybden, Jod, Fluor und Brom sind absolut wichtig und immens, dass die Werte on top sind, wenn man mit hohen Lichtwerten arbeitet, wenn man dann also über die 600, 700 Mikromol
dann gehen möchte. Wir hier, wir gehen also im Auslieferungsbereich, sind wir bei 300, 350 Mikromol. In den Zuchtbereichen gehen wir bis 600 bis 700 hoch. Für Blaulichtbereiche, verschiedene Chalisen, für Akans, LPS-Korallen arbeiten wir zwischen 100 bis 150. Für ganz lichtsensitive Arten gehen wir auch mal 50 runter. Für Gonioporas gehen wir aber auch gerne mal wieder hoch auf 200 bis 300. Anders wie mit der Chemie renne ich hier nicht jeden Tag rum mit dem Lichtmessgerät rum und gucke mal nach. Ich mache es tatsächlich ein bisschen mit dem Auge. Manchmal wäre es ganz gut, wenn man es doch überprüfen würde. Vor allem, wenn dann schon wieder 6 Monate rum sind oder was die Lampe nicht gepflegt wurde oder auch nicht gereinigt wurde. Da verliert man relativ viel Licht. Daher kontrolliert es ruhig ab und zu mal nach. Und für alle, die jetzt zuschauen, diese Paarweißgeräte gibt es jetzt auch in Kürze bei uns zum Beispiel zum Ausleihen. Da könnt ihr die mal euch für 2-3 Tage ausleihen, eure Beleuchtung ein bisschen einstellen, wie ihr das gerne haben wollt und überprüfen. Dann schickt uns die wieder zurück. Das soll sicherlich auch einen Beitrag dazu leisten, dass man mal ein bisschen seine Lampe besser kennenlernt und auch mal sieht, ob sie denn gegenüber anderen Modellen auch das Spektrum liefert, was so versprochen wird. Also ab sofort ist es wirklich perfekt auch nachzuvollziehen. Und selbst ich habe Spaß dran. Man braucht es nur einstecken, es funktioniert. Selbst ich verstehe das. Also mal Technik, die begeistert, um es auf dem Weg zu sagen.